geh einfach mit. Ich bin da sehr wir gehen weiter rein und schauen uns um und ich gebe das natürlich nicht zu, aber ich zitter, mir ist eisekalt und ich schaue mich einfach ängstlich um, ob mir irgendwas auffällt, aber ich bin tierisch aufgeregt und nervös und... Als ihr hineingeht, stellt ihr fest, dass an der Wand, da hing so ein großer Spiegel, ne, über dem Waschbecken, richtig ein richtig großes Ding. Aber du würdest sagen, Caro, dass auch der später angebracht worden ist wieder. Der ist durch irgendwas abgebrochen, runtergefallen, was auch immer. An der Wand allerdings seht ihr, dass dort irgendwelche dunklen Verfärbungen sind. Und als ihr näher kommt und Rudy mit der Kamera leuchtet, stellt ihr fest, dass dort... Schimmel. Nein, dass dort wie mit als wenn da irgendwer mit der ganzen Hand irgendwie mit so einer dunklen Flüssigkeit was an die Wand, als ihr näher rangeht, stellt ihr fest, geschrieben hat. Mhm. Richtig fancy, richtig fancy. Lass mich raten, das hat bestimmt auch gerade jemand gemacht, der sich reingeschlichen hat. Naja, Graffitis an solchen verlassenen Orten sind jetzt ungewöhnlich. Das ist sehr ärgerlich, wenn man sich mit der Geschichte eines Ortes befassen möchte und dann Schmierereien von irgendwelchen Vandalen dort findet, die ein Geistershooting machen oder so. Es ist. Hey, nichts gegen Geistershooting, das habe ich auch schon gemacht. Das kann man schon mal machen. Das ist cool. Ja. Es ist so eine braune Substanz und als ihr näher rangeht, seht ihr, dass da auch einige Fliegen in der Nähe herumfliegen und mit einem Mal wird euch klar, dass es Blut zu sein scheint. Die Fliegen scheinen ja das Graffiti zu mögen. Ja, vielleicht ist es auch Tierblut. Ich kenne mich mit Fotografie nicht so gut aus, aber hat man vermutlich für einen besseren Effekt verwendet? Ich bin mir relativ sicher, dass es da gute Ersatzmittel gibt, ohne direkt Blut zu brauchen. Hashtag Holly hilft gar nicht. Sag doch einfach, was du glaubst, was das ist. Und sei hier nicht so passiv-aggressiv. Hashtag Teamgeist. Wenn ich euch mit der Nase drauf stoßen muss, es tut mir leid. Ich hatte gedacht, dieses Team wäre schon etwas weiter fortgeschritten in der Professionalität. Aber natürlich ist das Blut. Menschenblut. Meinst du, dass das Menschenblut ist? Ja. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass hier einmal eine Seance stattgefunden hat. Super spannend, ja. Sehr spannend. Jetzt mal, also realistisch betrachtet, dieser Raum wurde nach der grausigen Nacht damals renoviert. Das heißt, das kann nicht von da stammen. Das heißt, wahrscheinlich waren es wirklich irgendwelche Teenager oder irgendein Wicca-Kult oder sonstiges. Oder die Geister von damals haben in Form von Ektoplasma ihre Spuren erneut verstärkt. Oder hier ist wirklich ein Killer. Den Kontakt zu den Lebenden herzustellen, um die Ungerechtigkeit auszugleichen, die ihnen widerfahren ist. Mit einer Blutspur, die man nicht lesen kann. Man kann Buchstaben erkennen. Ihr könntet versuchen, das zu entziffern. Ich schaue mir das genau an. Ich schließe aber trotzdem die Augen und versuche es zu erspüren, blinzle aber immer wieder ein bisschen. Ja, so stellst du dich davor, sodass die anderen nur dich von hinten sehen und machst aber vorher die Augen zu und machst ein großes Gewese daraus und blinzelst dann ein bisschen und du liest das und du denkst, Winters. Ich hätte dir sehr gerne gesagt, dass da einfach nur Winchester steht, aber ich drehe mich um zu Sam. Du hieß doch Winters mit Nachnamen, oder nicht? Ja. Dann hat dieser Geist wohl eine direkte Botschaft an dich. Das verstärkt mein Zittern. Mit einem Knall fällt die Tür der Wohnung zu. Wer war das? Das war jetzt gruselig. Ihr seid alle im Badezimmer, niemand war an der Tür. Vielleicht waren das die Jugendlichen von nebenan. Die wussten, dass Miss Winters herkommt. Wirklich? Na gut, ich bin schon auch ein bisschen bekannt, also das ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass... Das erfordert Leute, aber sehr viel Vorbereitung, ja, meinst du nicht? Der Geist...
hatte ich erwartet. Das ist eine viel größere Ehre als irgendwelche Fans auf der Straße. Ja. Ich fange schon mal langsam an, aus meinen Taschen, die ich da umgehangen habe, noch ein weiteres LED-Licht rauszuholen und eine rote Lampe einzustellen und zu sagen, das ist alles ein ziemlich cooles Setting. Lass mal hier ein bisschen rotes Licht noch hinmachen und vor dem Blut auch noch mal einen Shot filmen. Das sieht sehr fancy aus. Tatsächlich, als das rote Licht drauf fällt und ne, so diese Schrift an der Wand beleuchtet, stellt ihr fest, dass das so changierend ist. Mal sieht man Winchester und mal Winters. Ich hebe die Augenbrauen überrascht und sage, vielleicht gibt es doch zwei Adressaten. Naja, oder wir denken, bilden uns das Winters ein, weil Sam so heißt. Also das ist auf allen Unterlagen steht, ja. Ja, ist ja ein bekanntes Phänomen. Ja, natürlich. Naja, wenn man diese Geisterboxen als Beispiel nimmt, ist ein bekanntes Phänomen, dass man genau das hört, was in den YouTube-Videos im Untertitel steht. Ganz gleich, was die Box abspielt. Und naja, wir sind mit Sam hier, wir sind gebrieft. Da steht ganz klar Winchester, was jetzt nicht, womit ich bei meiner Theorie bleibe, dass das irgendein Fotoshooting oder irgendwelche Kids oder sonst was waren. Nun gut. Haben wir denn noch irgendwelche anderen Utensilien, mit denen wir hier arbeiten können? Eine UV-Lampe oder ähnliches? Das Ektoplasma. Ich mache auf jeden Fall. Herrliches Interesse. Ich gehe auf jeden Fall erstmal dahin und mache ein Selfie und tue so, als wäre es total witzig, dass eventuell auch mein Name da stehen könnte und nicht nur Winchester und um das für meinen Podcast zu verwenden. Dann. Um den anzuteasern. Hashtag Geistesblitz. Ja. Ich lege Sam behutsam eine Hand auf die Schulter und flüstere zu. Du brauchst keine Angst haben. Wenn es hart auf hart kommt, weiß ich, was wir tun müssen. Und was? Das kommt ganz darauf an, was dann passiert. Es kann hier immer noch ein Massenmörder rumlaufen. Also ein bisschen vorsichtig sollten wir vielleicht schon sein. Wir haben den Schrei der Frau gehört. Also eventuell war das wirklich ein Mensch und vielleicht wurde die entführt und vielleicht läuft Warum hier irgendwie sollte ein Killer hier ein Massenmörder rumlaufen? Hier, wo keine Menschen sind, ganz offensichtlich. Vielleicht fühlt der sich hier wohl, weil... Wo soll der Massenmörder sonst rumlaufen? In der Mall? Mit seinem Opfer? Nicht mit seinem Opfer, für neue Opfer. Das kennt man doch so. Ich verstehe gar nicht, worüber hier wir diskutieren. Also ganz ehrlich, es ist doch eindeutig, dass hier nicht mehr lebende Präsenzen uns komplett umgeben. Der Geist spricht zu uns. Wir sehen es an der Wand. Rudi, was sagst du denn dazu? Naja, wir sind hier, um einen Geister-Podcast aufzunehmen. Da fände ich es schon ziemlich gut, wenn hier auch Geister wären. Deswegen, ich bin dafür. Ja, aber wir tun doch nur so, Rudi. Wir tun so, als wären Geister hier. Ihr tut vielleicht nur so, aber die Geister sind hier. Ja, natürlich, Holly. Ja, Sie umgeben uns, sie sprechen mit uns. Wir können sie nur leider nicht immer hören oder verstehen. Aber diese Sprache an der Wand dort ist doch wohl mehr als eindeutig. Winchester. Das wäre schon gut, wenn das echt wäre. Das wäre. Wie wäre es denn, wenn wir weitere Untersuchungen hier veranlassen? Was haben wir denn noch so da? Was haben wir noch so da? Hier UV-Lampe hast du vorhin gesagt. Ich habe in meinem Beutel alles dabei. Hier brauchst du Batterien. Ich habe noch andere Farben. Es gibt grüne UV-Lampen oder Schwarzlicht-UV-Lampen. Was hätten Sie gerne? Ich glaube alles, weil wir haben ja auch, wenn das wirklich Blut ist, sollte ja auch im UV-Licht alles irgendwie nochmal mehr zu sehen sein. Ich habe die neueste Technik aus Stadtland hier mitgebracht. Die sind jetzt nämlich in grün. Probier das mal aus. Rudi regelt auf jeden Fall Hashtag. Mach. So, ja. Ja, bitteschön. Ja. Ich reiche heute. Also Rudi arbeitet jetzt sagen wir mal, 10, 15 Minuten verschiedene Shots mit verschiedenen Einstellungen aufzunehmen, verschiedene Beleuchtungen und so. Und tatsächlich, diesen Effekt bekommst du ganz gut hin, dass je nachdem, wie du das Licht machst, wie du die Beleuchtung machst, mit was für Licht du das machst, dass du diesen Wechseleffekt zwischen Winchester und Winters aufnehmen kannst. Das kommt doch richtig gut rüber. Cool, nächstes Zimmer?
Ich denke auch, wir sollten hier nicht zu lang bleiben. Wir sollten rausgehen. Vor allem die Tür ist zugefallen. Wir sollten vielleicht mal rausgehen, auch wenn das und nachsehen, wer das vielleicht war. Oder was? Finde ich gut. Ich laufe vor. Die Tür, als du hinkommst und sie aufmachen willst, ist die Tür verschlossen. Leute, die Tür ist verschlossen. Hört ihr das auch? Kein Stress, ich regel das. Ich hab Zeug dabei. Pass mal auf. Hier, Nadel. Zack, zack. Zwei Stück. Zack, zack, zack. Ich tu ein bisschen am Schloss rum. Rumarbeiten und werkeln und krieg die bestimmt gleich auf. Sehr gut. Ich bin gleich wieder da. Ja, wirf mal Locksmith. Holly! Ich höre es. Das kommt aus Richtung sagen, Badezimmer. Du willst uns hinführen. Holly! Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh. Wir brauchen mehr Hinweise von dir. Als ihr in das Badezimmer schaut, ist es leer, da ist niemand. Locksmith unter Lando, das ist in der mittleren Reihe. No! Hashtag Holly, da heult jemand! Du. In dem Augenblick geht die Tür auf, also du machst was mit deinem Dietrichen und die Tür öffnet sich, klick, klack und ist auf. Und das Weinen verstummt in dem Augenblick. Und? Ich schaue Sam an mit erhobenen Augenbrauen. Caro kommt zurück, hat nichts mitbekommen. Was? Caro war so konzentriert, irgendwie noch die ganzen Sachen zu untersuchen und war, glaube ich, so in ihren Büchern vertieft und in ihrem Wissen oder so. Caro, hast du das Heulen gehört? Hier hat jemand geweint, ganz, ganz laut. Also hat sich doch jemand verletzt. Ich kann mal ganz kurz. In diesem Raum, Herrgott. Ach so. Aber Rudi hat die Tür aufgemacht. Also. Ja. Yeah. Jetzt, Leute, so langsam finde ich das nicht mehr lustig. Habt ihr... Wenn ihr hier schon mit solchen Tricks arbeitet, um irgendwie coolen Content für Social Media zu generieren, dann solltet ihr mich auch einweihen und mich ohne mein Wissen. Ja, das finde ich nicht cool. Es ist auf den Tonaufzeichnungen, die ihr die ganze Zeit macht. Hört ihr das auch? Das hallende Weinen. Finde ich nicht cool von euch. Das stand nicht im Briefing. Ich bin auch maßlos entsetzt gerade darüber, was hier gerade abgeht. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass hier, also... Ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die das hier ernst nimmt. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass genau sowas oder Ähnliches passieren könnte. Dafür sind wir doch hier, oder nicht? Also hast du das da platziert? Ich habe nichts platziert. Also, großes Lob, die ganze Show und die Boxen und das mit dem Schlüssel und alles sehr, sehr gut gemacht, aber wie? Wie? Glaubst du, Holly hat irgendwelche Sachen dabei und hat so eine Tonaufnahme abgespielt? Ihr habt sie doch engagiert, oder? Ja, mein Management hat sie ja geprüft. Ja. Also mein Management schickt doch nicht irgendwelche Leute für meinen Podcast. Also jemand, der dir halt eine gute Show bietet. Dafür zahlt man doch bei solchen Seancen. Holly, ich finde das großartig, was du machst. Ich finde das wirklich beeindruckend. Ich bin ein seriöses Medium. Ich weiß, es gibt sehr viele Scharlatane. Das ist mir völlig bewusst. Aber das kann einfach nicht die Wahrheit sein, dass ich als Scharlatan hier hingestellt werde. Ich bin seriös. Das heißt ja Scharlatan. Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Ich habe viele Opfer gebracht, um all das Wissen, für das ich heute hier bin, mitzubringen. Hashtag Teamgeist. Wir müssen doch zusammenhalten. Ich finde deine Leistung als Entertainerin auch wirklich herausragend. Ich zeige ihr einen Mittelfinger und dann noch den zweiten. Hashtag unprofessionell.
Ich approve das, denn ich finde es einen absolut absurden Gedanken, dass die hier irgendwie eine Show abziehen würden. Ich bin davon überzeugt, dass es hier Geister gibt und wir sollten da mal gucken gehen, ob im Bad uns vielleicht noch was durch die Finger gegangen ist. Ganz bestimmt. Holly, ich bin da ganz auf deiner Seite. Klar, klar. Hier, ich filme weiter und mach dein Ding. Ist cool, ist cool. Entschuldigt den Ausrutscher. Ich esse meinen Müsli-Riegel. Als Medium wird man häufig nicht ernst genommen und hat mit einigen Vorurteilen dieser ganzen Scharlatane zu kämpfen. Es ist manchmal sehr schwer, professionell zu bleiben, wenn man doch so viel mehr weiß als andere und die es einem einfach nicht glauben wollen, weil sie blind sind. Hashtag Mediums Mittelfinger. Ja, ich verstehe das natürlich. Ja, aber ich bin... Das heißt, wir gucken uns jetzt noch weiter in diesem Raum um und gucken, wo diese Geräusche genau hergekommen sind. Oder gehen wir raus, weil Rudi hat ja schon die Tür aufgemacht. Naja, um Holly zu würdigen und anzuerkennen, sollten wir tun, was sie sagt. Okay. Hashtag okay. Wir können hier eine Seance versuchen. Dieser Raum scheint mir vielversprechend. Wir können natürlich auch uns weiter umschauen. Finde ich gut. Ja, das klingt gut. Sehr, sehr nice. Dann lass mich noch ein paar Stative aufstellen. Dann können wir das nämlich alles aus verschiedenen Seiten noch filmen. Das wäre nice. Ich glaube, alle sehen Sam an. Ich bin scheiße froh, dass wir Rudi dabei haben, weil ansonsten wäre ich schon längst ausgerastet, weil sie mein einziger Anker ist. Irgendwie noch so den Bezug zur Realität, weil sie so ruhig ist, kann ich zumindest irgendwie ansatzweise noch ja, auch so tun, als wäre alles in Ordnung und mir das irgendwie einbilden und Mords Podcast, Sam. Ja, da hoffe ich drauf, dass wir sind doch auch ein tolles Team. Hashtag Teamgeist und Hashtag Sportsgeist. Wir kriegen das doch jetzt hier gemeinsam hin, auf jeden Fall. Ja, Caro, du hast ja selber auch schon einen Podcast gemacht. Was würdest denn du vorschlagen? Was wäre denn jetzt sinnvoll? Du bist doch auch belesen, was die ganze Geisterthematik angeht. Was würdest du denn vorschlagen? Sollen wir jetzt am besten machen, um dass dieses Heulen zu... Wie sagt man, auszumachen? Na, ich denke, wir sollten da reingehen und mit einem Mikro draufhalten. Also wieder unser Audio, ja. unsere Geisterbox benutzen quasi. Ich weiß nicht, okay. Also normalerweise, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann gehe ich da strukturiert an. Ich überlege mir, wann ich was sagen möchte, wie ist der Spannungsaufbau des Podcasts und so weiter. Und dann gehe ich der Recherche nach. Deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass du einfach hier reinspazierst und schaust, was passiert. Aber wenn das dein Format ist, dann sollten wir natürlich auch den Moment nutzen und das weiterverfolgen. Naja, das ist ja pure Absicht, weil bei meinem Podcast zählt ja das Entertainment. Und wenn meine Zuhörer das Gefühl haben, ich wäre nicht überrascht von dem, was ich jetzt hier irgendwie erlebe und ich hätte das alles schon vorher gewusst, dann ist das ja auch gar nicht mehr authentisch. Und meine Zuhörerschaft, die wollen ja auch authentischen Content haben dementsprechend. War es schon Absicht. Ich verstehe, ja. Hashtag gewollt. Die Hörerschaft von Old Stories of New England fordern da ein bisschen mehr Struktur und Wissen. Einfach. Ich beiße wieder in meinen Müsli-Riegel. Dann gucke ich Holly an und sage, Holly, ich würde das tatsächlich gerne nochmal mit der Geisterbox versuchen. Könntest du nochmal probieren, Kontakt herzustellen? Ja, sicherlich, aber ich befürchte, es wird sehr, sehr schwer werden, wenn eine Person in diesem Raum ist, die den Energiefluss stört, weil sie einfach mit negativem Gedankengut und Ungläubigkeit an die Sache herangeht. Und ich schaue mit einem Seitenblick zu Caro. Ich glaube, dass du sehr gut bist in dem, was du tust. Und das meine ich ernst. Hashtag pragmatisch. Also, ihr steht jetzt alle so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt in dem Schlafzimmer von William Winchester. Habt verschiedene Möglichkeiten, was ihr tun könnt. Die Frage ist, was passiert jetzt? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass niemand so richtig Lust hat, irgendwas anzugehen. Was möchtet ihr als nächstes tun? Weitere Geister ausfindig machen mit allen Geräten, die wir irgendwie haben.
dementsprechend. Die Seance stand ja im Raum. Ja, genau. Als Vorschlag, deswegen, ich würde schon mal anfangen, die Stative aufzubauen. Während. Alles klar, also das heißt, Rudi möchte gerne die Kamera ablegen und dann runtergehen, mehr Equipment hochholen. Ja. Olli befürwortet das, aber wird selber nicht mit anpacken. Mhm. Ich helfe tragen. Hashtag okay. Holly hilft nicht. Sam, was machst du? Ich würde tatsächlich, damit wir auch aufgeteilt bleiben und sich Holly nicht so alleine fühlt, bei Holly bleiben. Und genau. Holly und ist weiter. Niemals allein. Vielleicht geht's doch runter. Nee, ich bleib bei Holly und versuche mit den Geräten, die wir schon dabei haben, irgendwie dieses Audiogerät nochmal irgendwie schon mal was ausfindig zu machen. Ja. Also du findest in diesem, oder ihr findet in diesem Badezimmer absolut nicht sowas wie eine Box oder irgendwas, was Geräusch machen könnte. Das ist jetzt auch nicht, also das ist nicht besonders groß. Da ist so eine Badewanne, ein Waschbecken. Das meiste ist ziemlich kaputt und da ist definitiv nichts drin, was irgendwie Sound machen könnte. Also der Sound kam von da, definitiv, aber du findest absolut nichts, was darauf hindeutet, wo er herkommt. Währenddessen stapfen Rudi und Caro die Treppe runter zu eurem Basislager und Rudi beginnt unten das Equipment auch rauszunehmen und schon mal der Caro ein paar Sachen mitzugeben, die sie hochbringen kann. Du lädst dann noch ein bisschen weiter auf. Caro trägt schon mal hoch. Und dann folgt Rudi ihr. Du siehst oben noch am Reiter der Treppe so das Licht von Caros Taschenlampe in dieser Dunkelheit verschwinden. Du gehst hinter ihr her. Und als du oben ankommst, rutscht dir deine Taschenlampe so ein bisschen aus der Seite. Du hast also Stative und Technik in der Hand. Die Taschenlampe rutscht so ein bisschen runter, läuft auf den Boden. Und als du dann hochguckst, siehst du vor dir plötzlich eine schattenhafte Gestalt wie eine Frau. Und du machst instinktiv einen Schritt zurück, als sie dir etwas ins Gesicht sagt und stolperst die oberste Treppenstufe runter und kannst mal einen Wurf auf Dodge machen. Huch. Es gelingt dir, dich so abzufangen. Du wirfst das ganze Technik-Equipment zur Seite und kannst dich an dem Geländer der Treppe festhalten und stolperst nur so 2-3 Treppenstufen runter und fällst halt nicht diesen ganzen Treppenabsatz runter. Ihr hört ein lautes Bam, 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 als irgendwas die Treppe runterfällt. Hört Rudi vielleicht schreien oder rufen oder fluchen und ja. Verdammt, da bist du sofort hin. Ein Scheißdreck, habe ich mich erschrocken vor diesem komischen Licht da, ey. Jetzt muss ich die Stative nochmal aufheben hier. Alles in Ordnung? Ja, alles cool, ey. Pack mir so ein paar Stative. Cool. Ja, ja. Ja? Ja, Vorsicht. Die alten Treppen sind manchmal uneben, wenn das Holz sich verzieht. Und damals hatten sie auch nicht so gute Möglichkeiten, das irgendwie so gut zu verarbeiten wie heute. Nein, er war natürlich ein Geist. Ha. Natürlich. Der mich erschreckt hat, ja. Mhm. Das war sehr gruselig gerade. So, gruselig. Nebel und so, ja. Tja. Hallo, ja. Paul. Ja. ein dunkler, gefährlicher Mann hinter ihr. Nein, weg, lauf weg. Der Killer ist im Raum. Entschuldigung. Ja, Rudi, tatsächlich bist du so ein bisschen shaken, ne? Weil du hast definitiv was gesehen und auch was gehört. Und der Vorteil ist, deine Kamera ist gelaufen. Du hast sie zwar nicht irgendwo hingerichtet, aber sie war halt an, wenn du was immer. Willst. Cam läuft bei mir immer. Ich habe immer alles on point. Das wird ein Mords-Podcast. Mhm. Hier, guck, Caro. Hier. Ja? Siehst du, da war wirklich ein Geist. Hier, ich zeig's dir. Da auf der Kamera. Tatsächlich, als sie das abspielt, siehst du nur, wie dieses Kamerafeld so den Boden aufnimmt und wackelt und du hörst sie irgendwie so ein bisschen fluchen, als sie das Licht so aus den Händen rutscht. Aber mit einem Mal hörst du das auf der Aufnahme. Oh mein Gott. Was war das?
Das war schon krass. Rudi, was war das? Das war bestimmt der Geist. Wie fühlst du dich jetzt? Ich richte die Kamera auf sie. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich glaube nicht an Geister. Wie hast du das gemacht? Wie ist das so, einem Geist zu begegnen? Erzähl doch mal. Ich bin keinem Geist begegnet. Ich glaube nicht an... Du hast es doch gehört. Ich weiß nicht, was ich gehört habe. Solange ich keinen Geist mit meinen eigenen Augen vor mir sehe, glaube ich an gar nichts. Aufnahmen können, die manipuliert werden. Liebe Hörerschaft, Aufnahmen können manipuliert werden. Audio, Video, alles. Das was für Amateure. Ich bin eine echte Kamerafrau. Wir sollten zu den anderen zurückkehren. Okay. Ihr packt das Zeug zusammen und geht zurück, in eure Gedanken versunken. Tatsächlich, Rudi, bist du so ein bisschen genervt, weil einige der Sachen haben Schaden genommen durch den Sturz. Mhm. Ja, das ist belastend. Und als sie ankommt und dann beginnt da die Sachen aufzubauen, diese Stative und Lichter und so weiter. Und Caro, du stellst fest, dass sie tatsächlich wütend ist und definitiv, du bist sehr sicher, dass das nicht ein geplantes Scheppern oder Runterwerfen war, weil die Technik ist tatsächlich beschädigt und Rudi sieht ein bisschen unfroh aus darüber. Ja, ich sag erstmal gar nichts, hat mir die Sprache verschlagen. Die beiden sind wieder im Raum bei uns, ne? Ja, genau. Okay. Ihr habt das auch gehört, ne? Das ist ja nicht so weit weg. Das ist dieses okay. Hotel hat 13 Zimmer, also 14, ist nicht so riesig. Aber ihr habt natürlich dieses Scheppern und Klammern und die Rufe und so weiter gehört. Rudi, geht's dir gut? Wir haben irgendwie nur ein Scheppern gehört oder so, aber... Ja, ich bin ein bisschen die Treppen runtergestolpert, aber die Stative sind noch in Ordnung. Haben zwar ein paar Kratzer abgekriegt, das nervt mich ein bisschen, aber sie sind noch funktionsfähig. Die stelle ich gleich mal auf hier. Ihr könnt Caro mal fragen, was ihr passiert ist. Erzähl mal, Caro, was ist dir passiert? Ich weiß nicht, was ich gesehen habe und ich gehe diesmal auch nicht ins Bad rein. Also ich bleibe vor der Badezimmertür stehen. Betrete diesen Raum nicht. Ich bemerke das und sage mal nichts dazu, sondern... Genieße. Lächle nur versonnen, so wie jetzt gerade. Was habt ihr denn gesehen, Rudi? Ich habe gar nichts gesehen. Ja, da war natürlich voll der nicht. Geist. Voll der Geist. Wie fühlst du dich jetzt, da du das weißt? Und ich filme auf Hollys Gesicht. Nicht überrascht. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage, aber was ihr mir nicht glauben wollt. Und du, Sam? Caro sieht echt Hashtag entgeistert aus. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Sie war doch vorher die ganze Zeit so gefasst. Also im dramatischer Videoschwenk zu Caro. Ich beiße in meinen Müsli-Riegel. Dramatischer Schwenk zurück zu Sam. Okay, also ihr habt ja jetzt auch einige der Ausrüstungsgegenstände nochmal mit hochgebracht. Was habt ihr denn dabei? Was können wir denn jetzt noch benutzen? Also ich habe die Technik dabei, die Stativ und so weiter. Ich denke, Holly hat ihre Seance-Gegenstände. Das wäre natürlich fancy. Ja, ja die sollten dort in der Tasche sein. Ich gebe dir die Tasche. Dankeschön. Aber ich berede nicht den Raum. Sind wir im Badezimmer gerade? Wie ihr wollt, also. Wir schon, aber Caro nicht. Okay. Ich spüre die Präsenz hier am stärksten und deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir auch hier die Seance abhalten. Mhm. So, ich hole das Ouija-Board hervor. Hashtag Luigi-Board. Ich lege es hin und sage, alle, die daran teilnehmen wollen, müssen jetzt zu uns kommen und sich um das Ouija-Board versammeln. Alle, die nicht teilnehmen wollen, müssen sich möglichst weit entfernen. Da ich gar keine Lust habe, mich möglichst weit zu entfernen, setze ich mich dazu. Okay.